Hallo Handwerker, ja, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt von mir. Es ist hier oder es geht hier um diese Küche. Das ist unsere Küche in unserem Haus. Die muss unbedingt mal neu gemacht werden. Die Küche ist nicht mehr schön, die ist total vergilbt. Was werdet ihr alles hier in diesem Video sehen? Ihr werdet sehen, wie die Fliesen abgestemmt werden. Der Boden kommt raus, der Fliesenspiegel kommt raus. Was seht ihr noch? Die Beleuchtung in der Decke wird komplett geändert. Hier kommen alles so LED-Stripes rein. Sehr interessantes Thema mit den richtigen Profilen natürlich. Auf dem Boden kommt ein Laminatboden mit einer Fußbodenheizung, eine elektrische Fußbodenheizung, um diese Heizung, die hinten hängt, zu ersetzen, weil da kommen wir nicht mehr dran. Die Küche ist nachher ein U und deswegen eine Fußbodenheizung. Also ich denke mal, ist ein sehr interessantes Thema, auch für euch. Schaut einfach zu. Ganz wichtig ist es, wenn man halt mit so einer Küche anfängt, die natürlich richtig durchzumessen, auszumessen, zu planen. Hier ist jetzt der alte Elektroofen, der kommt jetzt, was heißt der alte, der ist fast neu. Aber wir behalten auch die Elektrogeräte hier von der Küche komplett, werden mit in die neue Küche eingebaut. Und wie gesagt, der Elektroherd kommt auf die andere Seite, Waschbecken kommt auch wieder hier hin, Spülmaschine bleibt auch hier. Es sind sämtliche Umbaumaßnahmen erforderlich, damit hier die Küche auch richtig schön wird. Und es wird auch eine Kernbohrung durch die Wand geführt oder gemacht, so dass die Abzugshaube auch richtig rausfördert. Haben wir bis jetzt nicht gehabt, weil das auf der Seite nicht ging. Aber auf der anderen Seite ist es dann an der Außenwand und dann geht das. Sonst hätte ich damals schon, also ihr kennt das, man kauft ein Haus, ist unser erstes Haus. In dem Haus wohnen wir jetzt seit 14 Jahren oder 15 Jahren schon. Und da muss natürlich alles schnell gehen und es muss günstig sein. Das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein, dass man halt am Anfang erstmal spart, bleibt nicht aus. Und im Laufe der Zeit kann man dann sämtliche Räume renovieren. Am teuersten ist natürlich Badezimmer, ganz klar, mit Küche. Küche ist genauso teuer wie Badezimmer, wenn nicht sogar noch teurer. Oder es gleicht sich aus. Auf jeden Fall, Küche ist jetzt dran. Und ja, ich werde die Spülmaschine als allererstes ausbauen. Warum? Weil ich die Spülmaschine unten in den Waschraum reinsetze, da wo die Waschmaschine ist und so, damit wenigstens die Frau dann die Spülmaschine benutzen kann. Wir haben noch eine zweite Küche. Ja, wie, ihr habt noch eine zweite Küche. Ja, wir haben noch eine zweite Küche, die nennen wir Gartenküche. Die ist halt unten an der Terrasse. Am Hinterhaus, da war halt eine größere Fläche unbenutzt. Ich hatte noch eine Küche über aus der alten Wohnung, wo wir früher gewohnt haben, und habe gesagt, weißt du was, die baue ich hier ein, dann hast du noch eine Küche, dann brauchst du, weil man muss die Treppe runtergehen für in den Garten, auf die Terrasse, dann kannst du das, die Küche halt als Gartenküche nutzen. Und das hat sich wirklich schon sehr oft bewährt, dass meine Frau halt unten mal gekocht hat und dann direkt auf die Terrasse rausgebracht. Und diese Küche kann sie jetzt noch nutzen, solange wie ich diese Küche umbaue. Meine Frau wird helfen, die Vanessa. Ihr werdet die auch ab und zu mal hier im Video sehen. Und ich bin froh, dass ich auch mal Hilfe habe, weil ich bin ja Alleinunterhalter. Ich mache eigentlich alles alleine. Aber hier kann ich dann auch mal Hilfe gebrauchen. Und deswegen werdet ihr die Vanessa auch mal sehen. Ja, dann fange ich jetzt an, hier die Spülmaschine auszubauen. Und dann muss die erstmal runtergeschleppt werden. Vanessa hilft und schließt die unten an. Ja, ihr seht, die Küche ist leer. Ich habe alles ausgeräumt mit meiner Frau und Tochter. Und es ist schon ganz schön viel, wenn ihr so eine Küche ausräumt. Das ganze Haus steht überall irgendwas rum. Aber ich denke mal, ihr kennt das auch. Ja, die Tapete, ich habe hier damals eine Rauffaser reingemacht, war eigentlich ein großer Fehler, weil Rauffaser ist einfach schimmelanfällig. Ne? Also es gibt hier gewisse Ecken durchs Kochen und dann kommt der Dampf und dann habt ihr wirklich auch teilweise mal so nicht direkten Schimmel, aber man sieht halt eine Verdunklung wie so Schimmel. Und das ist natürlich nicht so gut. Ich erkläre euch dann auch im Laufe des Videos, wie ich die Wände bearbeite, dass das eigentlich
nicht mehr so auftreten kann oder wird. Auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr halt eine Spritze habt, um die Tapete abzulösen, wenn es nicht gerade mit Latex gestrichen ist. Aber da gibt es diese Nagelrollen oder Walzen und da könnt ihr dann rüberrollen. Dann entstehen so kleine Löschelchen in der Tapete und dann könnt ihr mit Wasser drüber spritzen und dann geht durch die Löcher die Feuchtigkeit rein und die Tapete löst sich. Also einfach wirklich schön satt einspritzen. Hier auf der Seite habe ich das jetzt schon was gemacht. Richtig schön dick drauf. Ich nehme jetzt hier nur Wasser. Viele schwören auf Spülmittel mit Wasser, aber ich mache es eigentlich nur mit Wasser. Ich persönlich kann da keinen großen Unterschied feststellen, ob da jetzt Spülmittel drin ist oder nicht. Und wenn ihr das aufgetragen habt, das Wasser, draufgespritzt, dann könnt ihr so 10-15 Minuten warten und dann am besten nochmal hinterher mit Wasser, weil sonst hat sich das noch nicht richtig gelöst. Dann einfach einen Spachtel. Und ihr seht, also das geht wirklich klasse ab. Also ich habe jetzt hier wirklich zweimal gesprüht. Und hier kommen schon ganze Bahnen runter. Und das dann auch ohne Spülmittel. So Freunde, das Wochenende ist vorbei. Ich kann wieder Krach machen. Heute geht es den Fliesen an den Kragen. Erstmal hole ich jetzt hier die Wandfliesen runter und auf der anderen Seite auch. Und danach geht es dann auch an den Boden. Ich bin mal gespannt, wie alles klappt. Auf jeden Fall natürlich bei Stemmarbeiten jeglicher Art ganz wichtig, Sicherheitsbrille und natürlich für die Ohren und was auch nicht fehlen darf, sind natürlich die Handschuhe. Und wenn ihr das alles habt, dann dürft ihr auch loslegen. So, ich bin mal gespannt, wie die runtergehen. Ich werde das wahrscheinlich dann später auch alles abfräsen müssen, aber ist ja kein Problem. Wir gucken mal. Das ging schon mal sehr gut.
Und auch wirklich nicht total rabiat an sowas rangehen, sondern ein bisschen vorsichtig, weil je mehr müsst ihr dann wieder neu machen oder neu aufputzen. Sehr gut. Die könnte ich theoretisch noch mal verwenden. Und das hier, das ist kein Schimmel oder so. Das ist von früher irgendeine Grundierung, die da mal drauf gemacht worden ist. Ich kann euch aber nicht sagen, was. Schön mit Bedacht. Fast. Wie gesagt, hier ständig jetzt auch nicht rum, groß mit der Maschine. Hier gehe ich dann lieber einmal mit der Fräse drüber und habe den ganzen Putz nicht kaputt gemacht. Das ist halt auch wichtig. Je mehr ich kaputt mache, desto mehr Arbeit habe ich natürlich. So, und jetzt gehe ich mal an die andere Seite. Fliesen runter. Habe ich mich da halt auf Fliese gedreht. Ja, ich habe jetzt hier schon mal angefangen. Die sind halt in Spieß gelegt und ich hau dann nur die Fliesen rüber, runter. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Bei so staubigen Sachen natürlich wichtig, dann die Maske anzuziehen. Das mache ich natürlich auch. Und nicht nur jetzt hier fürs Video, sondern wirklich auch immer auf der Baustelle. Beim Fräsen benutze ich sogar den Luftreiniger. Den schließe ich dann auch noch an. Und dann kann es natürlich weitergehen. Ja, ihr seht jetzt mal, wenn ich stemme, wie mühsam das ist. Handschuhe. Aber es nützt nichts. Stückchen für Stückchen Qualität.
mit der richtigen Maschine ist das auch kein Problem. So, ich stemme das jetzt mal hier runter und dann gucken wir uns das gleich nochmal an. Ja, jetzt hole ich schon den Boden raus. Hier unterhalb, die lasse ich dran, die sind hinter der Küche. Es ist eine Wahnsinnsarbeit, diese Fliesen abzustemmen. Und da ist die Küche vor. Also nehmt's mir nicht krumm. Ich bin manchmal auch ein bisschen faul, ja, das mag sein. Aber ich lasse die unterhalb dran. Ich spachtel die mit dem Rotband Finish. Und obendrauf wird neu verputzt, auch mit Rotband. Und dann ziehe ich das einmal glatt, da kommen neue Fliesen drauf. Wahrscheinlich so 1,20 x 60. Mal gucken, je größer, desto besser. Mal gucken, was ich da finde, was meine Frau haben will. Aber unterhalb lasse ich dran. Also, ich hätte auch drauf fliesen können, aber dann wäre ich halt so weit von der Wand weggekommen. Deswegen habe ich die jetzt runtergeholt, das hat mich selber gestört. Ja, wie gesagt, ich hole die Fliesen hier raus. Lager jetzt alles hier in der Ecke, weil dann kann ich das hier aus dem Fenster rausschmeißen oder mit Eimern runterlassen. Leg dann unten eine Folie hin in den Vorgarten und dann passt das. Ja, vor allen Dingen bei dem Wetter ist es wirklich eine Qual, sowas zu machen, aber es bringt nichts. So, Maske wieder an und wie gesagt, beim Fräsen stelle ich meinen Luftreiniger wieder auf. Aber ich muss sagen, ich habe damals schon einen Flexkleber genommen. Das ist, wie gesagt, 14 Jahre her. Und sie halten nicht so gut. Also muss ich wirklich sagen, ihr seht es jetzt mal, schaut mal. Es ist bis jetzt keine einzige während der Wohnphase hier Benutzungsphase losgegangen. Aber ich weiß auch nicht mehr, was ich für einen Kleber genommen habe. Aber ihr seht, sie gehen relativ leicht raus. Und da bin ich auch super froh. Also wenn das so gewesen wäre, oh Mann ey. Also da bin ich schon froh. Ich hole die dann raus. Fräs einmal über den Boden, dass der relativ glatt ist. Also die Nüppel, die lasse ich, die da drin sind vom Kleber. Und kipp dann einmal Ausgleichsmasse drüber, so dass ich eine homogene Fläche habe. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ja, schaut noch ein bisschen zu, während ich arbeite. Und schön vorsichtig stemmen. Wenn man ganz feste stemmt, hat man halt alles kleine Stücke und das kann man halt vermeiden. Seht ihr, wie hier jetzt. Ich stemme mir jetzt erstmal eine Schneise und dann gehen die so raus, wenn die keinen Druck mehr von den Seiten haben. Direkt alles schön sortieren. Aber wenn man mal überlegt, früher haben uns diese Terrakotta-Fliesen, das sind Terrakotta-Fliesen, so nennt man die, wirklich super gefallen und habe die dann hier auch verlegt. Aber irgendwann sieht man sich satt und dann sagt man wirklich, oh Mann ey, und jetzt diese Fliesen raus.
Deswegen bin ich eigentlich, ich muss mir mal die stöpsellosen Uhren nehmen, deswegen bin ich eigentlich ein Laminatmensch. Das heißt, ich habe eigentlich im ganzen Haus, bis natürlich in den Bädern, bis auf die Bäder, überall Laminat liegen. Weil den hat man schnell mal raus, wenn er nicht mehr gefällt, passt nicht mehr zu den Möbeln oder es ist eine Macke drin. Einfach raus den Mist, so kann man sagen, und dann lege ich einen neuen rein. Aber bei so Fliesen, wenn man Fliesen legt, ist es eigentlich endgültig, weil man holt nicht gerade mal so einen Fliesenbelag raus und sagt dann, ja, machst du mal schnell einen neuen, weil der Aufwand, der ist eigentlich so dermaßen groß. Deswegen, ja, ich sehe aus, ne? Deswegen bin ich halt ein Laminatmensch oder ein Vinyl. Vinyl aber mit Vorsicht genießen bei Sonneneinstrahlungen. Also da könnte ich euch Bilder zeigen, da legt ihr die Ohren an. Von daher, also ich bin Laminatmensch. Hier kommt halt ein wasserfester Laminat rein, der ist auch für Bäder geeignet. Und da kann ruhig mal ein Eimer Wasser drauf auskippen, könnte. Und dem passiert nichts. Ne? Also überlegt euch das mal, bevor ihr irgendwas auf den Boden fließt, weil es eigentlich endgültig ist, bis natürlich auf die Arbeit. So, ich mache jetzt hier mal weiter, weil ich muss auch irgendwann mal fertig werden. Ihr könnt noch ein bisschen zugucken. So Freunde, jetzt geht's ans Fräsen. Ich benutze zum Fräsen meinen Endsauger, meine Luftabsaugung und zusätzlich noch meinen Ventilator. Der pustet auch nochmal direkt alles raus. Weil ich habe hier Fenster offen, deswegen muss ich jetzt hier keinen Schlauch rauslegen. Aber ich mache ihn trotzdem an, weil er bringt unwahrscheinlich viel. Dann natürlich auch wieder wichtig, die Maske, die dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Ich fräse auch diese alte Grundierung, was das hier ist, alles runter, will ich da nicht mehr drauf haben. Und ja, damit es auch sauber aussieht. So, wo ist meine Brille? Wo ist meine Brille? Dann geht's los. Ja, es ist abgefräst. Ihr seht, die Fläche ist jetzt sauber. Die muss natürlich gespachtelt werden, gar keine Frage. Und mit meinem Absauger hier, den VAC 800 EC von Flex, hat das gut geklappt. Es hat kaum gestaubt. Natürlich mit dem Sauger noch dran an der Fräse. Und dann klappt das alles. Ja, das war jetzt der Abriss vom Badezimmer. Von der Küche natürlich. Ich habe noch ein Badezimmer auf der Baustelle. Und also da, wo ich eigentlich bin. Das ist ja hier meine Küche, also privat. Und deswegen kann ich hier eigentlich auch alles zeigen, was man will. Nicht immer wollen das die Kunden. Dann sagen die, nee, nee, möchte ich nicht. Ich will nicht, dass der Nachbar weiß, wie es bei mir zu Hause aussieht. Aber hier geht's, hier will der Nachbar das, beziehungsweise der Eigentümer. Oh, ist aber laut heute hier. Ja, dann hoffe ich, das Video bis jetzt hat euch gefallen. Seid gespannt, was noch alles kommt. Als nächstes werden Fräsungen gemacht für Steckdosen, Kabelverlegung. Wie gesagt, die Wände werden noch bearbeitet. Die Decke wird noch aufgeschnitten komplett und. Also bleibt dran, macht die Glocke an und dann geht's weiter. Danke euch fürs Zugucken.